Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Donnerstag, es ist der 6. April, das Osterwochenende. Im Goldfilm gestern hatte ich gesagt, dass ich den Mittwochfilm nicht mache und packe den mit dem Freitagfilm zusammen. Deswegen heute hier die Zusammenfassung und der nächste kommt dann wieder Mittwoch. Weil jetzt haben wir erstmal 4 Tage Ruhe vor dem Unsinn hier. Unsinn im Sinne von, das ist ganz schwer zu handeln. Es gibt 2 Linien, die zeige ich euch gleich. Aber ich gucke ja nicht nur auf den DAX, ich gucke ja auch auf verschiedene andere Aktien mal. Und da gibt es schon ganz, ganz merkwürdige Bewegungen. Nur mal einen ganz kleinen Rundumschlag. Also zum Beispiel auch mal über den Tellerrand geschaut. Das ist Frankreich, das ist L'Oréal. L'Oréal ist keine kleine Firma, die sind größer als SAP. Die haben eine Kapitalgewichtung, also Aktienmarktkurs von, ich glaube, es waren so um die 220 Milliarden. Die SAP als größter deutscher Wert sind bei 136 Milliarden. Ja, da werden sie schön hochgezogen. Dusch. Ja, das ist in etwa vergleichbar mit Rheinmetall. Auch das Gleiche. Schön hochgezogen. Für mich ist Rheinmetall eigentlich ein Selbstläufer. Ja, die haben Aufträge für die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und auf einmal gehen die von 282 runter auf 256 in einem Tag. So heimlich still und leise. Platsch. Wir haben aber auch Nebenwerte. Da fällt sowas dazu wie zum Beispiel hier Traton. Ja, da habe ich selbst im Chat auch geschrieben, das finde ich ganz erstaunlich, da kommen immer wieder Kaufempfehlungen rein. Ja, gehen sie hoch auf 18,80, zack, will sie keiner mehr haben, 17,40. Da gibt es mehr so Geschichten. Deutz, SMA Solar, weil das ist auch eine tolle Firma, keine Frage, aber wie die hier hin und her handeln, und das macht es halt sehr schwer. Klar, SMA, Solar, so Deutz oder auch Nordex, das sind keine Werte, die jetzt im DAX drin sind. Ja, aber ich kann jetzt zum Beispiel mal die Siemens nehmen. Das ist genau das Gleiche. Siemens hier, 150, dann zack, hat es keiner gesehen, will sie keiner haben, 140. Das sind auch mal schnelle 10 Euro. Und das ist das insgesamt, was es schwer macht. Zu Nordex halt noch. Waren sie am, was haben wir, Donnerstag, am Dienstag waren sie noch bis 17.36 Uhr schön, dann bringen die diese Wandelanleihe. Ich finde es im Prinzip nicht verkehrt. Das Problem ist nur, deswegen haben die halt verloren von 13,50 auf, wo sind sie denn jetzt hier momentan, auf 12. Die haben anscheinend in der kurz zuvor einberaumten, ja, keine Ahnung, Kapitalkonferenz, Analystenkonferenz irgendwo gesagt, sie bräuchten kein Geld und da hauen sie so ein Ding da raus. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Wie dem auch sei, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich habe fast keine Aktien gehandelt in dieser Woche. Ich kann es hier überhaupt nicht richtig einschätzen. Also für die Einzelwerte, wenn ich die nicht einschätzen kann, tut mir der DAX, fällt mir dann umso schwerer. Aber diese Linie hier, jetzt sind wir beim DAX, eine Kerze, ein Tag. Diese Linie hier, diese schwarze Linie, das waren diese 15.670. Dran, drunter geschlossen. Und wir waren immer mal drüber, wir haben nie drüber geschlossen. Jetzt haut der Freund hier am, was ist denn das, Donnerstag, am Dienstag, hier einen perfekten Shootingstar rein. Noch schöner oder noch schlimmer wäre es gewesen, wenn der außerhalb des Bandes gewesen wäre. Ist aber nicht. Aber es ist auf dem Jahreshoch, oder ich weiß nicht wie viel, also ich glaube 14 Monatshoch war das, genau. Haut er hier so ein Ding rein. Darf ich nicht mögen. Das ist erstmal negativ. Hinzu kommt, bevor ich jetzt hier auf den momentanen Stand eingehe noch, das MACD flacht erheblich ab. Auch nicht schön. Die Stochastik hat noch kein, hier 82, hat noch kein Verkaufsgeliefert. Verkaufssignal. Aber das steht kurz davor, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt heute Nachmittag oder gerade eben, wir haben jetzt 18.02 Uhr, steigen wir. Wir sind bei 15.631 und jetzt muss ich mal schauen, wo war denn der Xetra-Schlusskurs? Der muss gewesen sein bei 15.589, so um den Dreh rum. Ich habe jetzt die Brille nicht auf, deswegen kann ich nicht genau sehen. Aber das ist natürlich, jetzt sind wir schon wieder hier oben. Es ist deswegen so schwierig, wir haben ja ein Verkaufssignal, wir kriegen das zweite, wir haben oder stehen kurz vor dem dritten, die Bänder haben keine Aussage. Und dieser Bereich hier, 15.670, ist für mich die Make-or-Break-Line, um mehr zu machen, aber der muss da drüber schließen, über der 15.670. Nur nicht mal kurz so drüber geschaut, wie hier oder da.
sondern er muss auch darüber gehen. Nur dann hat er Platz. Und die Chance hat er jetzt schlicht und ergreifend nicht genutzt. Und dann haben wir natürlich insgesamt diese Nervosität, ja, die dann halt bei den Aktien weiß man nicht, wie es läuft. Ganz schwierig. Also ich finde es nicht einfach momentan. If you are in doubt, stay out. Dann habe ich aber hier eine sehr, sehr schöne Unterstützungszone. Die kommt von diesem Gap hier vom 29.03. Das ist bei 15.328. Wir haben hier ein bisschen außerhalb die 20-Tage-Linie. Hier ist auch ein Fibonacci-Level von dieser Bewegung hier. Wir haben aber auch die altbekannte Marke von 15.270. Das ist hier. Also ich glaube auch nicht, dass der Markt nennenswert fällt, aber hier rein kann er gehen. Wenn das hier noch dazu kommt, nochmal dieses Verkaufssignal über den Oszillator, dann gehe ich davon aus, dass wir hier reinkommen. Und das sehe ich am Dienstag. Das hätte ich beinahe gesagt Montag. Am Montag ist er auch wieder frei. Aber insgesamt ist das hier eine ganz blöde Situation oder andersrum, Chance nicht genutzt. Und das hätte er machen müssen. Aber hier dieses Hoch bei 15.000, war das genau, bei 15.736 hat auch eine Bewandtnis. Allerdings finde ich die unten drunter liegende 15.670 halte ich für wichtiger. Da mit dem Schlusskurs drüber eröffnet weiter Chancen. Wenn er das wieder nicht nutzt oder der Montag geht hier unter das heutige Tagestief bei 15.501, dann habe ich hier ein erneutes Verkaufssignal. Hier wird es bestätigt. Dann kommt diese Linie hier auf jeden Fall zum Tragen. Diese Scheine habe ich euch rausgesucht. Und zwar, das sind die gleichen wie letzte Woche. Ein 14.818er Call, da sind wir hier. Jetzt mittlerweile über diesem letzten kleinen Verlaufstief. Im Moment ein 19er Hebel. Ist nach wie vor interessant, wenn wir hier drüber gehen. Über die 15.670. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen weiter weg, mit dem Hebel von im Moment nur 14, mit der 14.500. Da sind wir also hier unten, deutlicher unter diesem letzten Verlaufstief. Als Put, dann nehme ich auch genau die gleichen wie letzte Woche. Einen, der ein bisschen heißer ist, 16.217. Da sind wir in der Nähe des All-Time-Highs, hier. Und 16.501, der ein bisschen bequemer ist. Sollte der Markt mit dem Schlusskurs über der 15.670 sein, jetzt möchte ich es mal raus, 15.670 sein, hier, da, Entschuldigung, 15.000, ja doch, 15.670, dann kann man natürlich auch einen nehmen, der unterhalb von der 20-Tage-Linie liegt, so ein 15.200er, das kann man machen. Aber das muss er mir erst beweisen. Und wenn ich das hier so sehe, habe ich da so meine Zweifel. Es ist auch so, da ging ja überall so Statistiken rum, dass die Vor-Osterwoche so toll sei. Also ich habe immer gesagt, ich gebe auf diese Statistiken nichts. Das sind alte Zahlen. Ist nicht mein Ding. Ja. Und ich gebe aber auch nichts auf die Geschichte mit Sell in May and Go Away. Also diese ganzen Börsensprüche da, das ist, ja, ich kenne viele, aber ich will damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Ich bleibe grundsätzlich noch immer bei der Aussage 13,8 zu 15,8. Bisher habe ich recht, aber das war ganz schön knapp diese Woche. Das gebe ich auch zu. Aber ich sehe momentan einfach nicht, woher das Vertrauen kommen soll oder die Anschlussorders kommen, die den Freund hier über die 16.000 hieven. Ich kann nichts sehen. Ich kann wirklich nichts sehen. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute und schöne Eiertage. Bye, bye.